on the go. It is Shinji Kagawa to the rescue. Autorizado. A chance do empate. Vai o Honda pra bola. Gol! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zur bereits 9. Folge von meiner Serie Skill to Brazil. Heute geht es um die schöne asiatische Nation Japan und ich kann schon mal vorweg sagen, es gab sehr, sehr viele Spieler von Japan, die nicht in FIFA vorhanden waren, weil sie in der japanischen Liga spielt und die japanische Liga gibt es hier nicht in FIFA. Deswegen auch teilweise echt komische Sachen hier zusammengekommen. Und deswegen fangen wir an mit dem Torwart der zweiten Mannschaft. Und zwar ist es ein Stürmer. Spielt normalerweise Stürmer, ich habe ihn ausgesucht, weil er relativ groß ist, mit 1,93. Ibusuki heißt er. Hiroshi Ibusuki, nicht wirklich bekannt in Japan, hat auch nicht viele Länderspiele gemacht oder noch gar keins eher gesagt. Und es ist nicht der Einzige, der noch kein Länderspiel gemacht hat, weil ich musste ein bisschen improvisieren, aber ich habe zwei Teams irgendwie hinbekommen, insofern, das ist die Hauptsache. Linke Verteidiger, der eigentlich linkes Mittelfeld spielt, ist dann Escudero. Auch der hat noch keine Länderspiele bestritten für Japan, insofern nur in FIFA hier vorhanden. Ich musste, wie gesagt, ziemlich viel umbauen und einfach irgendwelche japanischen Spieler aus FIFA nehmen. Es hat gerade so eben hingehauen mit den Spielern, insofern... Ja, bisschen kurios teilweise, wie gesagt. Der nächste Spieler, Innenverteidiger normaler, oder soll hier Innenverteidiger spielen, ist ein rechter Mittelfeldspieler normalerweise, nämlich Makoto Hasebe. Spielt beim ersten FC Nürnberg. Der hat schon ein paar Länderspiele bestritten, und zwar 76 Stück sogar, 2 Tore immerhin gemacht, meistens aber wahrscheinlich rechtes Mittelfeld oder rechter Verteidiger gespielt. Hier muss er jetzt in der Innenverteidigung aushelfen, den Gründen habe ich eben gerade genannt. Der zweite Innenverteidiger ist ein Rechtsverteidiger, und zwar ist das Sakai vom VfB Stuttgart. Es gibt ja zwei Sakais in diesem Team. Gotoku Sakai ist das hier, hat 12 Länderspiele bisher bestritten.
Auch ein ganz ordentlicher Spieler hier, wie gesagt, in der Innenverteidigung muss er aushelfen. Fünf Sterne schwacher Fuß ist auch ganz ordentlich, denke ich mal. Rechter Verteidiger ist dann Kimura. Auch der hat noch keinerlei Erfahrung mit der japanischen Nationalmannschaft gesammelt. Hier in FIFA auch nur ein Bronzespieler. Auch der musste hier ein bisschen aushelfen. Immerhin spielt er auf der richtigen Position als rechter Verteidiger, was ja auch schon mal ganz ordentlich ist, ne? Dann kommen wir zum ersten ZDM. Da war, ja, wie in der Innenverteidigung ziemlich große Mangelware. Insofern auch hier wieder ein anderer Spieler oder andere Position, nämlich Tagagi, ein rechter Mittelfeldspieler. Wie fast die ganze zweite Elf hier, noch keine Erfahrung in der Nationalmannschaft gesammelt. Ja, und der zweite ZDM ist dann auch wieder ein linker Mittelfeldspieler, und zwar Tasaka vom VfL Bochum. Ich weiß gar nicht, ob der schon Länderspiele bestritten hat. Ich kann es mir aber auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil er auch noch ziemlich, also weil er nicht einfach wirklich der beste Spieler ist und einfach noch nie gespielt hat in der Nationalmannschaft. Im linken Mittelfeld haben wir dann Takashi Inui, der spielt auf der richtigen Position, auch bei einem guten Verein, nicht beim Eintracht Frankfurt in der deutschen Liga, und hat auch schon das ein oder andere Länderspiel bestritten, nämlich 12 Stück. Ganz ordentlich, denke ich mal. Immerhin mal ein ordentlicher oder ein normaler Spieler auf der normalen Position in diesem Team. Dann kommen wir weiter zum ZOM, auch der ist sozusagen auf der normalen Position zu Hause. Auf dem ZOM nämlich, und zwar ist das Hiroshi Kiyotake vom ersten FC Nürnberg natürlich. Spielt also auch in der deutschen Liga natürlich und auch ein ganz guter Spieler, der Kiyotake hier. Auch schon mit 24 Länderspielen und auch schon mit einem Tor. Insofern ein ganz guter Mann, kann ja auch ganz gute Pässe spielen. Auf dem rechten Mittelfeld haben wir dann einen rechten Flügelspieler, und zwar einen Mann vom FC Arsenal, den ich sehr, sehr interessant in FIFA finde. Ich weiß nicht, ob der in echt schon so irgendwie gut rausgekommen ist oder so, aber ich muss jetzt einmal kurz warten. Wie heißt genau? Miyashi oder Michiashi oder sowas in der Art? Kann ich leider nicht so gut aussprechen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler in FIFA. Wie gesagt, 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung und 94 Tempo. 78 Dribbling noch dazu, aber auch der in der Nationalmannschaft noch nie wirklich zum Vorschein gekommen. Insofern auch hier wieder eine Aushilfe. Und auch im Sturm haben wir eine sogenannte Aushilfe, nämlich Lee. Tadanari Lee spielt hier irgendwo, glaube ich, in der englischen Liga, wenn ich das hier richtig beobachten kann. Auch, wie gesagt, noch nie in der Nationalmannschaft vorgetreten, aufgetreten. Und das war dann erstmal die zweite Elf, sehr kurios, wie gesagt, sehr komische Zusammenstellung auch, aufgrund von Mangelware in der Verteidigung und auch im defensiven Mittelfeld und auch teilweise viele Spieler, die einfach hier in FIFA nicht vorhanden sind, wie gesagt. Und dann kommen wir jetzt zur ersten Elf, und da ist es, denke ich, deutlich besser gelaufen. Auf jeden Fall kann ich euch schon mal so viel verraten. Nämlich sind da sehr viele Spieler, die auch in echt spielen. Und zwar haben wir einmal Kawashima hier, natürlich den Torwart, Stammtorhüter hier von Japan. Mit 54 Länderspielen, auch sehr, sehr erfahrener Mann, schon 31 Jahre alt. Und auch, ja, ich glaube, er spielt in Belgien irgendwo, bei Lüttich oder so. Insofern auch eine ganz ordentliche Liga immerhin. Ist ja auch schon ganz lange Stammtorhüter von Japan. Linker Verteidiger ist dann hier wieder auch ein linker Mittelfeldspieler, aber der spielt da auch schon ganz lange linker Verteidiger in der Nationalmannschaft. Und zwar ist das Yuto Nagatomo. War ja, glaube ich, letztes Jahr noch linker Verteidiger. Weiß ich nicht, wieso der jetzt linkes Mittelfeld geworden ist. Aber in der Nationalmannschaft, wie gesagt, weiterhin linker Verteidiger mit 67 Länderspielen und 3 Länderspieltoren. Noch einer der wichtigsten Bestandteile seiner Mannschaft. In der Innenverteidigung haben wir dann zum ersten auf jeden Fall mal Maya Yoshida. Ist ja auch bei FIFA in manchen Packs drauf, wissen manche vielleicht gar nicht, aber dieser komische Asiate, der manchmal auf den Packs drauf ist, das ist genau der Yoshida hier, den man hier sieht. Und auch wirklich der einzige Innenverteidiger von Japan in FIFA, auch sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt gucke ich nochmal kurz, wie viele Länderspiele Yoshida schon bestritten hat. 38 Stück, 2 Tore immerhin schon gemacht, 25 Jahre alt. Der andere Innenverteidiger ist dann Sakai, auch wieder ein Sakai, wie gesagt, gibt ja 2 Stück. Der hier spielt jetzt bei Hannover 96, ist auch ein rechter Verteidiger, muss hier in der Abwehr aushelfen und hat schon 15 Länderspiele bestritten, also auch schon ein paar Länderspiele, wie gesagt, gemacht und ist ja auch ein ganz guter Mann aus der deutschen Liga. Auch der nächste kommt aus der deutschen Liga, nämlich vom FC Schalke 04, nämlich Atsuto Oshida. Auf der rechten Verteidigerposition, denke ich mal, so gut wie gesetzt. Ist auf jeden Fall ein sehr solider Mann, auf jeden Fall dort in der Nationalmannschaft. Auch bei Schalke ja teilweise sehr oft gespielt. Auch hier muss ich wieder gucken, dass ich ihn finde. Genau, da ist er. 65 Länderspiele, sagt schon einiges. Ein Tor dazu noch. Und ja, der erste defensive Mittelfeldspieler ist dann auch wieder einer, der in der Nationalmannschaft noch nie gespielt hat. Auch hier wieder aushelfen muss, weil es einer von 2 defensiven Mittelfeldspielern ist, die es in Japan überhaupt gibt, in FIFA. Er heißt Davidson übrigens, ist jetzt aber auch nicht so wichtig, wo er spielt und so weiter, weil er in der Nationalmannschaft noch nie gespielt hat. Zweiter ZDM ist dann aber wieder einer aus der Nationalmannschaft, der auch, ja, sehr wichtig ist auf jeden Fall, nämlich Hajime Hosogai von Hertha BSC Berlin, also auch hier wieder einer aus der deutschen Liga, sind ja für sehr viele Japaner in der deutschen Liga mittlerweile unterwegs. Auch hier muss ich wieder gucken erstmal, dass ich ihn finde, ist ja immer nicht so einfach.
Ich bin jetzt behindert. Irgendwie, glaube ich, habe ich den gerade total übersehen oder so. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall finde ich ihn gerade nicht. Dann haben wir im linken Mittelfeld hatten wir, oder ja, haben wir dann Shinji Kagawa. Sogar habe ich gefunden, ja. 26 Länderspiele, ein Tor. Sehr gut. Kagawa, wie gesagt, im linken Mittelfeld spielt er normalerweise ZOM in FIFA, aber kann auch linkes Mittelfeld spielen und das tut er auch bei Japan. Kagawa mit 54 Länderspielen und schon 16 Toren macht ja, ja, mit die meisten Tore auf jeden Fall in der Nationalmannschaft. Der ZOM ist dann auf jeden Fall klar. Keisuke Honda, auch der ein sehr, sehr guter Torschütze. 53 Länderspiele, 20 Tore. Sagt auch einiges, hat eine richtig gute Freistoßwerte, auch in echt sehr, sehr gute Freistöße drauf. Schießt auch meistens die Elfmeter, insofern auch da ziemlich viele Tore schon bei raus gesprungen. Der rechte Mittelfeldspieler ist dann in FIFA ein linker Mittelfeldspieler und zwar Shinji Okazaki, geht ja im Moment bei Mainz richtig ab und hat da auf jeden Fall als Stürmer schon sehr, sehr viel Wirbel gesorgt und auch sehr viele Tore schon geschossen. In der Nationalmannschaft aber spielt er nur rechtes Mittelfeld, sage ich mal. Dafür aber schon 73 Länderspiele und 38 Tore, auf jeden Fall auch eine richtig gute Torausbeute, muss man sagen. Also die drei offensiven Mittelfeldspieler haben es auf jeden Fall in sich hier in der Mannschaft. Und der Stürmer ist dann Mike Havena, kein wirklich typischer japanischer Name, aber er ist halt mal Japaner, anscheinend wahrscheinlich seine Mutter oder Vater ist wahrscheinlich Japaner, weiß ich nicht genau. Havena aber auch, der spielt auch in der Nationalmannschaft mit 17 Spielen und 4 Länderspieltoren, auch schon ganz ordentlich dabei. Und dann gucken wir uns nochmal kurz die Trikots an, die ich hier ausgesucht habe, die einigermaßen den Nationalmannschaftstrikots entsprechen sollten. Und wenn das dann hier durch ist, oder ich kann auch jetzt schon mal anfangen, damit anzufangen, was über die japanische Nationalmannschaft zu sagen. Ja, erstmal was Allgemeines natürlich, danach sage ich dann auch nochmal kurz was in der Gruppen- oder zur Gruppensituation. Der Spitzname der japanischen Nationalmannschaft ist Samurai Blue. Tragen ja auch öfters mal blaue Trikots, insofern passt das auch ganz gut. Der Trainer ist Alberto Saccaroni, ja, ein Italiener. Mal sehen, wie er so Japaner als Italiener zur WM führen kann, beziehungsweise hat er ja schon geschafft, wie er aber auch in der Gruppe abschneiden kann. Weil die Gruppe auch sehr, sehr interessant ist, komme ich später noch zu. Kapitän ist hier angegeben Makoto Hasebe, variiert, glaube ich, ganz oft, weil, glaube ich zumindest, dass er nicht mal Hasebe dauerhaft Kapitän ist, weil er auch nicht in der Startformation spielen wird wahrscheinlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Honda da die Kapitänsposition übernehmen wird, weil er einfach schon sehr, sehr lange spielt und sehr, sehr erfahren ist. Aber jetzt ist jetzt auch nicht so wichtig, ne? Rekordtorschützen gibt es zwei Stück, und zwar einmal Kunishige Kanamoto und einmal Katsuyoshi Miura. Tut mir leid, falls ich irgendwelche Namen auch falsch aussprechen sollte, nochmal kurz, aber es ist halt so, ich bin halt kein Japaner. Und die beiden haben jeweils 55 Tore geschossen als Rekordtorschützen. Der Rekordspieler ist dann Yasuhito Endo oder so, 141 Spiele gemacht, was auch ganz ordentlich ist für einen Japaner, denke ich mal, in der Nationalmannschaft. Der FIFA-Rang bzw. der Weltranglistenrang ist der 48. Denke ich, für eine japanische Nationalmannschaft ganz okay. Kann man, denke ich, mit leben. Hat man auch so erwartet, denke ich mal. Zumindest. Ja, der höchste Sieg ist ein 15-0 gegen Philippinen. Haben ja immer in der asiatischen Qualifikation teilweise ziemlich einfache Gegner, wie auch hier. War zwar 1967, aber trotzdem ein 15-0 ist schon ziemlich hoch. Die höchste Niederlage war aber auch ein 2-5 oder ein 15-2. Und das übrigens auch gegen die Philippinen. Sehr interessant, war dafür aber schon ungefähr 50 Jahre früher, ziemlich genau 50 Jahre früher sogar, nämlich 1917, also ja, da nochmal ein deutlicher Unterschied, wobei ist natürlich interessant, dass der höchste Sieg und höchste Niederlage beide gegen die gleiche Mannschaft passiert ist, ja, aber so ist das, ziemlich interessant, wie gesagt. Dann bei der Weltmeisterschaft haben sie viermal teilgenommen, das erste Mal war 1998, ziemlich spät auf jeden Fall, also waren die bei den letzten vier Weltmeisterschaften, glaube ich, immer dabei, kann das sein? Wenn ich mich jetzt nicht total vertun sollte, 98, 2002, 2006 und 2010, ne, das wäre dann 4 gewesen. Also einmal waren sie nicht dabei, aber sonst waren sie dreimal dabei und heute, oder, nee, doch viermal waren sie dabei, ne? Ja, genau, dann waren sie bis jetzt jede Weltmeisterschaft seit 1998 dabei. Davor gab es anscheinend ein paar kleine Probleme, weiß man nicht. Sechsmal schon an der Asienmeisterschaft teilgenommen und auch da schon des Öfteren gewonnen. Bei der Weltmeisterschaft ist ihr bestes Ergebnis ein Achtelfinale mit 2002 und 2010. 2002 war es ja, glaube ich, auch in Korea, die Weltmeisterschaft, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Das war es jetzt erstmal zu den allgemeinen Informationen. Ich möchte jetzt auch nicht mehr viel drüber sagen, weil ich habe jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Das Gameplay geht jetzt ungefähr nochmal 2 Minuten oder so, ein bisschen mehr vielleicht. Und ich möchte auch noch was zu Japan natürlich in der Gruppe sagen und in der Weltmeisterschaft natürlich allgemein. Japan ist ja in einer Gruppe mit der Elfenbeinküste, mit Kolumbien und mit Griechenland. Wieso ich eben gesagt habe, dass es eine sehr interessante Gruppe ist, kann man, denke ich, auch schon ein bisschen erahnen, weil einfach alle Mannschaften nicht wirklich Top-Mannschaften sind, zumindest vom Papier her nicht. Kolumbien hat sich da ja richtig eindrucksvoll, glaube ich, qualifiziert in der Südamerika-Meisterschaft, Qualifikation halt. Insofern sind die da als Gruppenkopf gesetzt worden. Aber die anderen drei Mannschaften haben auch
Also sind alle nicht schlecht, alle Mannschaften, aber auch alle nicht wirklich gut, muss ich dazu sagen. Also was heißt gut? Ne? Also zumindest jetzt vom Papier her oder beziehungsweise wie ich mir das vorstellen kann. Also alles Mannschaften, die so mittelmäßigen Fußball spielen, will ich jetzt einfach mal so sagen. Ist jetzt nicht total gar nicht schlecht gemeint, sondern ist es einfach so. Deswegen denke ich, wird das auf jeden Fall eine richtig interessante Gruppe. Wie gesagt, Japan spielt da auf jeden Fall auch nochmal einen guten Faktor drin. Ist ja, finde ich, zumindest persönlich jetzt die beste asiatische Mannschaft. Und ich bin sehr gespannt, wie die Gruppe ausgehen wird allgemein. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Muss ich mir auch noch ein bisschen Gedanken machen, wie das so verlaufen wird. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Japan aber die Gruppenphase übersteht. Weil, wenn ich mir das jetzt mal so denke, kann ich mir gut vorstellen, weil Kolumbien auch eine sehr, sehr interessante und souveräne Qualifikation gespielt hat, dass die dann auf jeden Fall auch Gruppensieger werden. Aber es kann natürlich alles passieren. Und ich gehe mal davon aus, dass Japan in der Elfenbeinküste und Griechenland nochmal ein kleinen Tick überlegen ist, würde ich sagen. Zumindest durch ihre offensive Reihe mit Okazaki, Honda und mit Kagawa. Das ist auf jeden Fall ihre Stärke da, die offensive Mittelfeldreihe. Dafür in der Verteidigung, zumindest in der Innenverteidigung und auch im Sturm, und auch in der ZDM-Position, also im defensiven Mittelfeld, nicht so wirklich gut gesetzt. Kawashima, der Torwart, ist, glaube ich, noch ganz souverän. Auf jeden Fall hat er auch schon etliche WMs mitgemacht. Und wie gesagt, in der Innenverteidigung und im Sturm und auch im zentralen defensiven Mittelfeld, also eher in der Zentrale so, gibt es dann das ein oder andere Problem. Bin ich mal gespannt, wie das laufen wird, aber ich denke, wie gesagt, Honda und auch Kagawa und Okazaki werden da einiges reißen und sind ja auch im Moment alle gut in Form oder spielen auch ganz guten Fußball. Insofern sollte es auf jeden Fall ganz gut klappen. Wie gesagt, meine Prognose ist, dass Japan da der zweite Platz gelingt. Denke ich mal, ein bisschen knapp, oder es wird relativ knapp, sehr knapp auf jeden Fall in der Gruppe, denke ich mir. Aber ja, wie gesagt, meine Prognose ist der zweite Platz, ganz knapp vor der Elfenbeinküste und vor den Griechen. Kolumbien, wie gesagt, wird meiner Prognose nach erster, aber das werden wir ja später noch, werde ich auch später nochmal drauf eingehen, wenn ich die anderen Gruppen dann habe oder die anderen Mannschaften natürlich in den weiteren Folgen. Das war es jetzt erstmal zu dem, was ich hier ein bisschen darüber sagen werde. Wie gesagt, meine Prognose, Japan wird Zweiter und kommt mit ein bisschen Glück ins Achtelfinale. Und somit können wir dann auch jetzt direkt zum Fazit kommen und die einzelnen Spieler bewerten. Teilweise ist es natürlich ein bisschen schwer, aber ich versuche es trotzdem mal. Im Tor haben wir ja Ibusuki, den Stürmer. Ist natürlich kein guter Torwart, ist klar, als Stürmer. Aber hat eigentlich das dafür, dass er ein Stürmer war, im Tor eigentlich relativ gut gehalten, muss ich sagen. Linker Verteidiger ist dann Escudero, sehr schnell gewesen und zwar ja auch kein schlechter Außenverteidiger, also kann auch, denke ich, ganz gut Außenverteidiger spielen. Einziges Problem, ein bisschen die Arbeitsraten. Dann Hasebe in der Innenverteidigung ist natürlich ein normaler rechter Mittelfeldspieler, aber dafür hat es auch ganz ordentlich gemacht, muss ich sagen. Sakaine war auf jeden Fall ein richtig guter Innenverteidiger, spielt er normalerweise Rechtsverteidiger, aber auch in der Innenverteidigung, denke ich, ist er gut aufgehoben. Kimura, auch kein schlechter Mann, aber halt ihm fehlt ein bisschen das Tempo und allgemein die Fähigkeiten halt als Bronzespieler, denke ich, kann man verstehen. Der erste ZDM, Tasaka, ist mir nicht wirklich aufgefallen. Spielt ja auch normal linken Mittelfeldspieler, aber ist auch ziemlich langsam, ziemlich unbehäbig und hat sich auch nicht viel mit nach vorne eingeschaltet. Defensiv ist auch nicht unbedingt so präsent mit 50 Defensive. Takagi war da schon ein bisschen offensiver oder beziehungsweise ein bisschen agiler auf jeden Fall auch. In der Defensive zwar nicht immer so auf dem richtigen Stand, sage ich mal, aber ja, vom Tempo her auf jeden Fall ganz gut und hat sich auch gut mit nach vorne eingeschaltet. Links haben wir dann Inui, der war auf jeden Fall auch richtig gut, hat dafür, dass das Team eigentlich ziemlich zusammengewürfelt war, einen ganz guten Job gemacht, genau wie auch Kiyotake, der auch teilweise echt gute Dribblings mal abgeliefert hat, glaube ich, soweit ich weiß, auch 4 Tricksterne und auch ein paar Vorlagen gegeben auf jeden Fall. Miyachi dann auf der rechten Seite fand ich auch sehr gut, ja, wie gesagt, ein sehr interessanter Spieler, 4 Sterne auf dem schwachen Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung und auch sehr gutes Tempo, insofern den kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, kostet ja auch nicht viel. Und im Sturm haben wir dann Lee, das war eigentlich die Überraschung des Teams, hat in einem Spiel 4 Tore gemacht, hat man vielleicht auch gesehen, war sehr, sehr interessant, wie ich fand. Hat sich teilweise auch gegen David Luiz im Kopfballduell durchgesetzt, aber das kam eher selten vor, war eine der Ausnahmen. Sonst eigentlich nicht so der beste Spieler, aber wie gesagt, 5 Tore geschossen und das ist auf jeden Fall eine Überraschung gewesen. Dann kommen wir zum ersten Team oder zur Startformation. Da haben wir Kawashima im Tor. Denke ich, gibt es auch bessere Torhüter, also jetzt nicht unbedingt der beste Torwart da in der Startformation. Nagatomo dann links, auf jeden Fall richtig guter Linksverteidiger, den kann man auf jeden Fall mal dort einsetzen. Yoshida in der Innenverteidigung dann auch nicht schlecht, hat ja auch einigermaßen gute Werte und ist ja auch der einzige Innenverteidiger aus Japan. Insofern auch ganz ordentlich gespielt, genau wie auch Sakai, obwohl er rechter Verteidiger ist, in der Innenverteidigung sehr, sehr solide gespielt, muss ich sagen. Hat er ja auch gute Werte dafür noch, einigermaßen zumindest, einigermaßen gute Größe, gutes Tempo.
und auch einigermaßen gute Verteidigungs- und Kopfballwerte. Rechts haben wir dann Uchida vom FC Schalke 04, auch der hat mir sehr, sehr gut gefallen, mit 80 Tempo natürlich auf jeden Fall richtig stark. Davidson natürlich dafür dann eher weniger gut, weil er einfach ein Bronzespieler ist und einfach die Werte nicht wirklich für ihn sprechen. Kein Wert über 70 und allgemein nicht so wirklich gut gespielt, muss ich sagen, ziemlich behäbig und natürlich ein Bronzespieler. Hosogai dafür bisschen besser, speziell natürlich in der Defensive auffallend, weil er sehr, sehr gute Verteidigungswerte hat. Und dann haben wir links, haben wir dann Kagawa, spielt der normale ZOM, hat auch nur 4 Chemie oder 3 Chemie gehabt, oder ja, 3 Chemie, glaube ich. Dafür aber richtig abgegangen in 2 Spielen, richtig gut, war, glaube ich, der beste Spieler in 2 Spielen des Teams. Einmal dafür ziemlich abgefallen, insofern hat er so seine Höhen und Tiefen. Aber ich kann ihn auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Keisuke Honda kann ich übrigens auch nur weiterempfehlen. Der ist auf jeden Fall richtig guter Mann, bester Spieler dieses Teams, wie ich finde, auf jeden Fall. Hat richtig gute Tore geschossen, gute Ecken und auch gute Freistöße. Insofern, der ist auf jeden Fall ein richtig guter Spieler, hat auch gute Longshots zum Beispiel drauf. Also den kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Rechtes Mittelfeld haben wir dann Okazaki, den fand ich auch ganz ordentlich, wobei der leider meiner Meinung nach nicht mit den mit Honda und Kagawa, wie ich das jetzt zumindest empfunden habe, mithalten konnte im Offensivmittelfeld hier. Hat zwar ein Tor geschossen, aber war nicht so wirklich aktiv wie Honda und Kagawa, wie gesagt. Und im Sturm haben wir dann Havena, der war auf jeden Fall ein richtiges Kopfballbiest, muss ich sagen. Ich glaube 1,94 groß oder so, ein 80 Kopfball hat man schon gesehen. Also der hat das ein oder andere Kopfballtor gemacht und sich auch meistens durchgesetzt. Und ja, das war's dann erstmal jetzt wieder mit dieser Folge hier von Skill to Brazil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen kurios mit Japan, jetzt habe ich aber auch schon vorher angekündigt. Und insofern, denke ich, hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann mit der nächsten Mannschaft aus Gruppe C weitergeht. Lasst euch überraschen, welche das sein wird. Ihr wisst ja, welche dann noch kommen. Und insofern würde ich sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.